Seit 2 Jahren schon ist die Aktion Eine Menschenkette für das Saroslau eine sehr erfolgreiche. Hatten doch 3000 Menschen vom Karnevalisten bis zur Sportlerin, von der Unternehmerin bis zum Angestellten, vom Schüler bis zum Schuldirektor Gesicht gezeigt und an den Veranstaltungen, die sich gegen einen rechtsextremen Trauermarsch richten, teilgenommen. Zusammen für eine tolerante, offene und demokratische Stadtgesellschaft lautet deshalb die Losung für den 7. März 2015, welche vom Netzwerk Gelebte Demokratie ausgerufen wurde. Ja, wir planen wieder die 3. Auflage der erfolgreichen Aktion Eine Menschenkette für Dessau-Roßlau. Die Idee ist, dass ca. 3000 Menschen eine Menschenkette um das Stadtzentrum bilden, um ja so den Neonazis den Marsch durch unsere Innenstadt zu verhindern. Wie Anders weiter sagte, rufe das Netzwerk an diesem Tag alle engagierten Bürgerinnen und Bürger zu einem bunten und fantasievollen Protest gegen einen Aufmarsch von Nazis auf. Ja, die Aktion Eine Menschenkette für Dessau-Roßlau ist ja sehr bunt und vielfältig. Im Kern sind alle Menschen angesprochen, von Senioren bis zu Schülern, von der Apothekerin um die Ecke bis hin zur Stadtverwaltung, von Sportvereinen bis zum Karneval. Und es ist genau diese bunte und vielfältige Mischung, die die Aktion, denke ich, auch so interessant und spannend macht. Am 7. März ab 11 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt aufgerufen, die verschiedenen Aktionen mitzugestalten. Ob nun ein Gottesdienst am späten Abend, das bunte Bühnenprogramm ab 14.30 Uhr an der Museumskreuzung, der Toleranzlauf um 13.30 Uhr ab Zerbster Straße oder die Menschenkette um 14 Uhr, die ein Schutzschild gegenüber den Rechtsextremen darstellen wird. Trotz des bunten Widerstandes wird es am Abend etwas ruhiger in der Stadt werden. Wenn die Glocken aller Kirchen in der Stadt um 21.45 Uhr läuten, gedenken wir und die Überlebenden sowie die Nachfahren denjenigen, die am 7. März 1945 während eines Bombenangriffs der alliierten Streitkräfte auf Dessau ihr Leben verloren haben.